Ja, liebe Gäste, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass so viele gekommen sind, dass wir uns freuen dürfen über einen mehr als vollen H24. Wer noch hinten stehen muss, noch einmal der Hinweis, hier vorne seitliches Platz. Es gibt auch noch Stühle, die hinten gestapelt sind, die man sich schnappen kann, damit man guten Platz findet während der Veranstaltung. Ich überlasse es denen, die hinten sind, zu entscheiden, ob ihr die Türen schließen wollen oder vielleicht wegen der dicken Luft doch lieber offen lassen wollen. Herzlich willkommen. Es freut mich, dass ich Sie alle begrüßen darf zur zweiten Veranstaltung in unserer Reihe Was ist wirklich in diesem Sommersemester 2015. Wir hatten uns bisher in dieser Reihe Was ist wirklich eher mit einem neutralen Forscherblick der Wirklichkeit genähert, hatten eine ganze Reihe Veranstaltungen zum Thema Grenzfragen zwischen Philosophie, Theologie und Naturwissenschaft und haben auf diese Weise versucht, der Wirklichkeit auf die Spur zu kommen. Heute ist es etwas anders. Heute werden wir aufgefordert und konfrontiert, Stellung zu nehmen. Heute können wir nicht neutral bleiben, sondern stellen uns Aspekten der Wirklichkeit, die uns vielleicht auch Angst machen oder mit Schaudern erfüllen. Die heutige Veranstaltung steht unter dem Thema Das Böse in Menschen, Erinnerungen eines KZ-Überlebenden. Ich darf dazu ganz herzlich begrüßen einen ganz besonderen Gast, über dessen Kommen wir uns außerordentlich freuen, Herrn Max Mannheimer, der aus München angereist ist. Er ist einer der letzten Zeitzeugen der Shoah, jenes Versuchs der Nationalsozialisten, das europäische Judentum auszulöschen. Er hat die Hölle der Konzentrationslager und der Arbeitslager überlebt und er hat es sich zur Aufgabe gemacht, von diesen Erfahrungen zu berichten. Herr Mannheimer, es ist uns eine große Ehre und eine große Freude, dass Sie diesen Nachmittag mit uns zusammen verbringen. Vielen Dank und herzlich willkommen. Ich freue mich. Also ich freue mich, dass ich mit 93 noch lebe. Weil als ich befreit wurde, habe ich gedacht, ja, wenn ich 40 Jahre alt wäre, bin ich zufrieden. Sie da? 95. Und noch immer on Tour. Mein Rolls-Royce hat sich geändert, aber man kann nicht unzufrieden sein. Wunderbar. Bevor wir ins Gespräch mit Herrn Mannheimer eintreten, einige ganz kurze Informationen zu seiner Person. Wir werden dann auch im Gespräch und auch durch Ihre Fragen die Möglichkeit haben, das auch noch zu vertiefen. Herr Mannheimer wurde 1920 geboren in Neutitschein, dem damaligen Sudetenland auf dem Gebiet der heutigen Tschechischen Republik. Er war das älteste von 5 Kindern einer jüdischen Familie, besuchte die Handelsschule und begann dann bald eine Arbeit im kaufmännischen Bereich. Spätestens ab 1938, als der Anschluss Österreichs an Deutschland erfolgte, waren in seiner Heimat erste Auswirkungen des NS-Regimes zu spüren. Ausgrenzungen und auch eine feindliche Stimmung. Es kam dann wenig später der Anschluss des sogenannten Reichsgaus Sudetenland an Deutschland und entsprechend größer und stärker wurden auch die Schwierigkeiten. Es gab Ausgrenzungen jüdischer Einwohner. Der Vater von Herrn Mannheimer wurde vorübergehend schon 1938 inhaftiert. Und wenige Jahre später, 1943, wurde die Familie in das Lager Theresienstadt deportiert. Es folgten etliche weitere Stationen in Konzentrations- und Arbeitslagern, unter anderem in Auschwitz und Dachau.
Fast die ganze Familie von Herrn Mannheimer kam in dieser Folge ums Leben. Nur er und sein Bruder Edgar haben überlebt. Nach dem Krieg hatte Herr Mannheimer sich geschworen, nie wieder deutschen Boden zu betreten. Jedoch kam es der Liebe wegen anders und es führten ihn seine Wege dann doch wieder nach Deutschland, nach München. Er ließ sich dort nieder, etablierte sich im kaufmännischen Bereich, also in dem, was er ursprünglich schon gelernt und ausgeübt hatte, war ein erfolgreicher Kaufmann. Und erst etliche Jahre später, 1964, kam es dann dazu, dass er seine Lebenserinnerungen aufschrieb und sich mit der Vergangenheit auseinandersetzte. Schon etwas vorher, in den 50er Jahren, hatte er begonnen zu malen. Das war nicht nur ein künstlerischer, sondern auf dem Hintergrund seiner Biografie auch ein therapeutischer Prozess. So ist Herr Mannheimer heute bekannt als jemand, der uns ganz wichtige Lebenserinnerungen zu sagen hat, der aber auch Kaufmann, Künstler ist und auch ein politisch engagierter Mensch in seiner Partei. Der Sozialdemokratischen Partei hat er sich über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg engagiert und auch immer wieder in diesem Rahmen zu wichtigen aktuellen gesellschaftlichen Fragen Stellung genommen. Herr Mannheimer, vielen Dank, dass wir an Ihrer reichen Lebenserfahrung heute Abend teilhaben dürfen und dass wir jetzt mit Ihnen über Themen, die Ihnen und uns auf den Nägeln brennen, ins Gespräch kommen dürfen. Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite, auch im Namen unserer Mitorganisatoren Johannes Kleiner und Sven Seeberg, die hier in der ersten Reihe sitzen, ohne die das Kommen von Herrn Mannheimer aber heute auch nicht möglich gewesen wäre. Wir freuen uns alle sehr, dass Sie hier den Weg zu uns gefunden haben, trotz des schönen Wetters, nicht in den Biergarten, sondern hier in den Hörsaal gekommen sind. Er hat zumindest Fenster, das ist ja bei uns an der Uni auch schon etwas. Vielleicht zuerst kurz ein paar Worte zum Ablauf dieser Veranstaltung. Wir werden jetzt erst einmal mit Herrn Mannheimer über sein Leben sprechen, über seine Erfahrungen natürlich insbesondere auch als ehemaliger KZ-Häftling. Im zweiten Teil des Abends werden wir uns etwas vertiefter auch dem Titel dieses Abends widmen, nämlich dem Bösen in Menschen, darüber sprechen, welche Erfahrungen, welches Menschenbild Herr Mannheimer auch entwickelt hat im Zuge seiner Erfahrungen. Und am Ende werden wir uns dann noch in einem dritten Teil Ihren Fragen widmen. Also Sie haben am Ende auch noch die Gelegenheit, Ihre Fragen mit einzubringen und an Herrn Mannheimer zu stellen. Liebe Barbara, 10 von lauter. Hören Sie mich so schlecht? Nein, für die, so ist es. Okay, dann wende ich mich mehr Ihnen zu. Außer wenn wir... Sie werden die meisten Fragen stellen, ja? Nein, wir halten uns da schon die Waage. Platz tauschen. Hören Sie es von drüben besser? Hören Sie es von dieser Seite besser? Ja, sicher. Das Gerät ist besser. Ah, okay. Ich schreie ganz laut ins Mikro. Ich schreie ganz laut ins Mikro. Das brauchen Sie nicht. Besser ist, wenn Sie den Platz wechseln. Sollen wir wechseln? Dann machen wir das. Hat man den Eindruck, dass ich schwerhörig bin. Das wollen wir natürlich nicht. Gut, dann fangen wir mit unserer ersten Frage an Sie an. Hören Sie mich jetzt? Hören Sie mich jetzt besser? Ja, sehr gut. Okay. Genau, uns interessiert natürlich zuerst einmal Ihre Kindheit. Hermann Josef hat ja jetzt gerade schon gesagt, Sie sind im tschechischen Neutitschein aufgewachsen. Jetzt würde uns erst einmal interessieren, Sie sind ja als jüdischer Junge in diesem Ort aufgewachsen, vor der Machtergreifung der Nationalsozialisten. Haben Sie sich also, da auch schon... Tschechisch ist falsch. Deutschland hatte 75% Deutsche und 25% Tschechen. Im heutigen Tschechien, ja. Wenn Sie sagen, eine mährische Stadt, dann stimmt's. Aber gerade bei der Bevölkerung ist es wichtig, dass man die Mehrheit richtig zitiert. Das stimmt. Sie kennen nichts dafür.
Aber ich muss Sie korrigieren. Das stimmt. Ich müsste dazu sagen, im heutigen Tschechien. Ja. Genau. Haben Sie da schon Ausgrenzungserfahrungen erlebt in Ihrer Kindheit oder hat das tatsächlich erst später angefangen? Es war eigentlich der Male Antijudaismus. Christus wurde von Juden gekreuzigt und so weiter. Aber das war noch ganz normal, das gehörte zum Leben dazu. Wir haben uns daran gewöhnt. Ich habe mit meiner Mutter gesprochen und gesagt, das stimmt nicht. Und auch der jetzige emeritierte Papst hat gesagt, dass die Juden nicht an der Kreuzigung Christi schuld gewesen sind. Das heißt, wer im ersten Jahrhundert das gesagt hätte, würde ich heute nicht in Regensburg vor so netten Leuten sitzen. Das wäre ich ja unschuldig. Hat 1900 Jahre schuldig gesprochen, bleibt schon was hängen. Und das wirkt auch weiter. Und ich habe in Ihrer Biografie zum Beispiel gelesen, dass Sie schon auch zum Beispiel als Saujud bezeichnet wurden in Ihrer Kindheit. Waren das nur Ausnahmeerfahrungen oder... Das habe ich jetzt nicht verstanden. In Ihrer Biografie, in Ihrem Tagebuch schreiben Sie, dass Sie beispielsweise schon in Neutitschein auch Erfahrungen gemacht haben, dass Sie zum Beispiel als Saujud bezeichnet worden sind. Waren das nur einzelne Erfahrungen oder war das schon zu spüren, diese Ausgrenzung? Nein, das wurde ich nicht als Jud bezeichnet, sondern ein Kunde von uns hat einen Otto Beermann, der nur ein Bein hatte. Er hat sich im Ersten Weltkrieg freiwillig gemeldet, er hat ein Holzbein gehabt, ist am Rad gefahren. Der hat ihm gesagt, du Saujud, weißt du nicht, dass du abzusteigen hast, wenn ein SA-Mann vorbeigeht? Dieser Mann hat nachher in Bad Tölz gelebt. Ich hatte erst die Absicht, ihn zu fragen, warum er das gemacht hat, aber es war sinnlos. Es war damals so die Stimmung, die Leute wurden aufgehetzt. Sie wissen ja nicht, welche Art von Propaganda gemacht wurde. Also erst ging die Hetze eigentlich mehr gegen Tschechen, weniger gegen Juden. Weil die Tschechen waren diejenigen, die von denen angenommen wurde, dass sie eben die Deutschen nicht richtig behandeln. Es war ja auch so, dass diese Selbstständigkeit, die Thomas Garrick Masaryk in Pittsburgh gegeben hat, von damals 1919, wurde von den Tschechen nicht eingehalten. Die haben das ignoriert. Und Masaryk war ja ein Humanist. Er war selbst, seine Mutter sprach besser Deutsch als Tschechisch. Also er war wirklich ein Kosmopolit und sehr human. Aber das wissen sehr wenig Leute, weil das sind so spezielle geschichtliche Fragen. Aber zur Aufklärung, glaube ich, ist es ganz gut. Speziell hier an der Uni sowieso. Schadet, je mehr Wissen, desto besser. Ja, gab es denn auch positive Erfahrungen, gutes Einvernehmen zwischen den unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und Kulturkreisen? Ja, natürlich. Wir haben ja Freude gehabt. Wir werden deutsche und tschechische Kinder haben zusammen Fußball gespielt. Es gab keine Probleme. Nicht die Kinder sind diejenigen, die den Hass erzeugen, sondern die Eltern der Kinder. Das ist ja bekannt. Wenn Sie heute sehen, die ausländischen Kinder spielen mit den deutschen Kindern, wenn sie nicht von den Eltern aufgehetzt werden, dann haben sie auch keinen Hass. Das ist eine Sache, die man fragt, ja, wie der Hass entsteht. Nur dadurch, dass man angeleitet wird zum Hass. Sonst entsteht das nicht. Ich habe aber nie gehasst, und zwar aus vollem Grund. Ich bin in einer zweisprachigen Stadt aufgewachsen. Ich wäre kein Jude, sondern eben ein Nicht-Jude. Ich wäre nicht aus einer antifaschistischen Familie, sondern ganz neutral. Bin 12 Jahre alt und jemand kommt, du bekommst ein Fahrtmesser, du bekommst eine Uniform. Ich weiß nicht, ob ich widerstehen werde, denn das war verführerisch. So arbeiten aber alle Diktaturen. Das ist nichts Besonderes. Ich will nur sagen, deshalb habe ich auch keinen Hass gegen die Leute, die dabei getreten sind.
Es ist eine Frage auch später, ob ich Hass im Allgemeinen habe. Also Hass habe ich nicht, aber ich bedauere es, dass ein Volk, das der Welt so viele gute Dinge gebracht hat, kulturell, Wissenschaft, also alles Mögliche, wir meinen, ein Ansehen der Welt hatte, durch eine Minderheit so verführt worden ist. Und dass sie verführt worden sind, ist ja nur dadurch durch die Propaganda zu beantworten, die eben damals gemacht wurde. Schon 1919 hat Hitler in der Dachauer Straße in einem Restaurant eine Hetzrede gehalten. Es ging damals um das Versailler Abkommen. Und das war eigentlich der Beginn der Dinge. Also damals war es ja auch so, dass die linken Parteien miteinander zerstritten waren. Das hat Hitler alles geholfen. Er war so berechnend und er hat im Parlament immer zugehört, hat die ganzen Feindschaften mitbekommen. Er war ein psychologisch sehr gut erfasst. Wenn man aber nimmt, war er nicht ganz normal. Der hat von einem Ritter von Schönerer in Wien geboren, ein Deutsch-Nationaler, seine Thesen übernommen. Der Ritter von Schönerer ist 23 gestorben. Man weiß nicht, ob er ihm, er ist wahrscheinlich nie begegnet, aber er hat seine Thesen übernommen. Wenn er eine Doktorarbeit geschrieben hätte und von ihm abgeschrieben hätte, ging es ihm so wie Guti. Ich muss nicht erklären, wer Guti ist. Ja, Sie haben jetzt gerade schon diesen Prozess der Verführung, wie es dazu gekommen ist, dass ein ganzes Volk in diese nationalsozialistische Herrschaft hineingeriet. Uns würde jetzt noch interessieren, wie Sie das auch konkret bei sich zu Hause erlebt haben. Ab 1938, als dann der Anschluss Österreichs und auch der Anschluss des Sudetenlands kam, wie sich das tatsächlich auf Ihr Umfeld ausgewirkt hat. Also nach der Ermordung Ernst vom Rath in Paris, den 17-jährigen Herschel Grinspan, Herschel war der jüdische Vorname, Hermann der Bürgerliche, beginnt die Synagogenbrände, mein Vater wurde verhaftet, nach 3 Wochen entlassen, musste sich verpflichten, innerhalb einer Woche Deutschland zu verlassen und nie mehr Reißers Gebiet zu betreten. Er fuhr nach Ungarisch Brotos, gehörte irgendwann zu Ungarn, Geburtsort meiner Mutter. Ganz in der Nähe ist 1592 Comenius geboren, nur nebenbei. Wir sind dann im Januar 1939 mit unserem Hausrat, also es wäre eine Genehmigung von der Gestapo, 2 Autos, ich hatte ein Kleinmotorrad, ich habe 100 und der Aufsicht von 2 Zollbeamten, die sich korrekt verhielten. Also man kann davon ausgehen, dass sie bereits während der Weimarer Republik ihren Dienst hatten. Ich fuhr mit dem Kleinmotorrad zur Grenze, die nur 4 Kilometer weit entfernt gewesen ist. Ich begann das tschechische Gebiet. Ich musste mich in den Schuppen nackt ausziehen, die Gamaschen wurden aufgetrennt. Man suchte nach Geld, aber ich war nie ein Held. Ich hätte mich nicht getraut, das anzunehmen. Hitler hat bei der Unterzeichnung des Münchner Abkommens ja auch versprochen, keine weiteren Gebietsforderungen mehr zu stellen. Aber trotzdem wurde der Rest Böhmens und Mährens am 15. März 1939 besetzt. Und es wurde zum Protektorat, also Schutzgebiet einer Spitze früherer Reichsaußenminister Konstantin Freiherr von Neurath. Wir waren wieder in derselben Situation wie zuvor. Und dann, ich möchte die Details der Jugend überspringen, weil das viel, es hat ein Junge hat Fußball gespielt, hat ein Mädchen bewundert, angeblich ist es, hat sich das bei ihm nicht geändert, aber ich kann das selber nicht beurteilen. Er
Ende Januar, es hat geheißen, dass bei der Deportation das Ehepaar zusammenbleiben. So heiratete ich im Oktober 1942 meine zweite Liebe. Die erste ging 1940 mit ihren Eltern nach dem damaligen Palästina, obwohl meine Eltern mich ermutigten, mitzufahren, lehnte ich es ab. Ich war der Älteste. Ich war 20 Jahre alt. Ich wollte meine Eltern, meine vier Geschwister nicht verlassen. Ende Januar 1943 bekamen wir eine Aufforderung vom Sicherheitsdienst, uns mit höchstens 50 Kilogramm Gepäck im Comenius-Gymnasium einzufinden. Wir mussten eine Liste der Wohnung zurück aus den Gegenständen mitbringen. Zwei Tage später bestiegen wir einen Zug, der uns am Abend nach Theresienstadt brachte. Meine Nummer, die ich um den Hals trug, war CP 510. In Theresienstadt angekommen, wurden wir neu registriert. Einige Leute wurden reklamiert, das heißt, sie konnten bleiben. Mein Schwiegervater war Arzt. Er und seine Frau konnten bleiben. Da wurde ein neuer Transport zusammengestellt. Am nächsten Tag ging es nach Bauschowitz. Das ist 3 Kilometer von Theresienstadt entfernt. Später dann wurden die Schienen bis ins Ghetto gelegt, sodass wir dort abgehen. Unsere Nummern wurden nochmal aufgerufen. Wir bestiegen einen Personenzug, bis auf meinen Bruder Erich, der bereits 42 verhaftet wurde. Waren wir zusammen, die Eltern, meine Frau, zwei Brüder, die Schwester, die Schwägerin. Als der Zug losfuhr, bemerkte ich an der Wand des Zuges mit einem Bleistift hingekritzte Orte, die entlang der böhmischen, mährischen, später schlesischen führt also Richtung Osten. An einer Stelle fuhr der Zug ganz langsam. Wir schauten aus dem Fenster und sahen Häftlinge in zerlumpten Kleidern, ganz armselig. Wir warfen ihnen Brot aus dem Fenster, die stürzten sich darauf, stießen sich und meine Gedanken waren, ist das der Arbeitseinsatz? Werden wir auch so uns verhalten, aussehen? Um Mitternacht hielt der Zug mit kreischenden Bremsen an. Es gingen Scheinwerfer an, wir sahen Lastwagen anrollen, wir sahen SS-Männer, wir sahen Häftlinge gestreifter Kleidung, wir waren an der Todesrampe von Auschwitz-Birkenau. Die Auschwitz und Birkenau liegen 3 Kilometer voneinander. Also wir waren in Birkenau. Auf einmal kam das Kommando, alles aussteigen, alles liegen lassen. Ich habe noch ein Hemd angezogen, noch einen Pullover, habe Zigaretten eingesteckt mit dem Gedanken, vielleicht vertauschen wir. Dann sind wir angetreten, Frauen auf einer Seite, Männer auf die andere Seite, Frauen mit Kindern auf die Lastwagen. Wer müde ist, nicht weit gehen kann, kann auch auf die Lastwagen aufsteigen. Da haben sich die älteren Leute natürlich gemeldet. Nachher kam noch eine Szene. Eine Frau versuchte zu uns herüberzukommen. Sie wollte vermutlich ihren Sohn oder Mann sprechen. Ein SS-Mann riss sie mit einem Spazierstock zu Boden. Am Hals, sie blieb liegen, wird weggezerrt. Meine Frage war, Arbeitseinsatz? Wir sind dann angetreten. Wir nahmen an, dass der Mann in SS-Uniform ein Arzt ist, ohne weißen Kittel, ohne Stethoskop, grüne Uniform mit Totenkopf. Seine Fragen waren Alter, gesund und man musste die Hände zeigen, wegen der Schwielen. Einige Antworten hörte ich. Schlosser, links. Verwalter, rechts. Arzt, links. Magaziner der Firma Beitja, unser bekannter Büchner aus Beukowitz, war ungefähr 45 Jahre alt, rechts. Dann kam noch ein Arbeiter, der links,
Dann kam mein Vater, Hilfsarbeiter. 55 Jahre ging dorthin, wo der Verwalter und der Magazinär gegangen sind wegen des Alters. Weil es war ganz klar, dass man die jungen Leute, den Leuten haben größere Chance, im Lager zu bleiben. Dann kam ich, 23 Jahre, Straßenarbeiter, gesund und Schwielen an den Händen. Hatte vorher im Sägewerk gearbeitet, habe Schwielen gehabt, weil die haben sich nicht täuschen lassen. Hätte ich keine Schwielen, sondern würde ich auf die andere Seite kommen. Dann kam mein Bruder Ernst, 19, Installateur, links. Mein Bruder Edgar, 17, Schuhmacherlehrling, links. Dann schauten wir, wo die Mutter ist, wo die Frau, die Schwester, die Schwägerin. Viele Autos sind abgefahren. Es war so, dass die Judentransporte grundsätzlich in der Nacht gekommen sind. Diese Schockwirkung, die Scheinwerfer, die Kommandos, also ein Riesenchaos. Einzeltransporte sind ja tagsüber gekommen. Dann hieß es Antreten in drei Reihen. Ein SS-Mann fragte mich nach tschechischen Zigaretten. Ich gab ihm welche. Er beantwortete auch meine Fragen. Kinder kommen in den Kindergarten. Frauen kann man sonntags sehen. Nur sonntags? Das reicht doch. Muss wohl reichen. Wir marschierten auf einer schmalen Straße, sein helle leuchtendes Quadrat mit dem Krieg. Es war keine Verdunkelung. Wir kamen näher, sagen Wachtürme mit SS-Leuten mit Maschinengewehren. Es öffnete sich ein Tor und wir waren in Birkenau. Um es gleich eine Statistik zu liefern von 1000 Männer, Frauen und Kindern, durften vorerst 155 Männer und 63 Frauen am Leben bleiben. Die anderen wurden auch in derselben Nacht vergast. Wir kamen in einen Block, wo wir übernachten sollten. Also es war so, dass das war ein Pferdestall, der eigentlich für die Militärpferde bestimmt war, aber da waren dreistöckige Holzbetten, in jeder Lage 6 Personen Platz bietet, aber weder Stroh noch Decken. Uns wurde befohlen, die Schuhe von dem Untersten mit abzustellen. Wir kletterten auf diese Pritschen. Wir zitterten nicht nur der Kälte wegen, sondern auch vor Angst. Was wird jetzt passieren? Uns wurde befohlen, die Schuhe von dem Untersten mit abzustellen. 2 Stunden später wurden wir geweckt zum Appell antreten mit Stockschlägen gegen die Bettgestelle. Viele fanden ihre guten Schuhe nicht, die sie 2 Stunden zuvor abgestellt haben, stattdessen ausgetretene Schuhe. Und dort in dem schlammigen Gebiet, im Quarantänelager Birkenau, wo wir die ersten 6 Wochen zu verbringen hatten, waren gute Schuhe lebenswichtig. Nachts gefrorener Schlamm, tagsüber wurde schlammig. Der Zählappell, zu dem wir beordert wurden, bestand im Aufstellen in 5 Reihen, Vordermann und Seitenrichtung war die Kommandi, eine militärische Formation. Als wir so zur Zufriedenheit des reichsdeutschen kriminellen Häftlings einen grünen Winkel, Grünweißzeichen der Kriminellen, Winkeldreieck auf die Spitze gestellt, als er mit uns zufrieden gewesen ist, kam ich in der ersten Reihe zu stehen. Rechts von mir Edgar, rechts von dem Ernst, meine Brüder. Linker Hand sah ich einen hell leuchtenden Stacheldrahtzaun mit einer Warntafel. Vorsicht, Hochspannung, Lebensgefahr. Ich war sehr verzweifelt und flüsterte zu meinem Bruder Edgar: Du wirst sehen, wir werden Schaufeln bekommen und wir werden unser eigenes Grab schaufeln müssen. Am besten wäre es, ich gehe zu den Drähten hin, nur berühren, aus. Da fragte er, der 17-Jährige, mich, den 23-Jährigen, war 4 Tage vor dem 23. Geburtstag. Willst du mich allein lassen? Diese eine Frage hatte 2 Effekte. Erstens einmal schämte ich mich so. Die zweite, meine Einstellung änderte sich um 180 Grad. Und ich sagte, ich als Ältester habe die Pflicht, meine jüngeren Brüder 19, 17 zu beschützen. Dass der Jüngste dann der Stärkere war, steht auf einem anderen Blatt. Das
des Regensburger Wasserkasten. Und dann in eine Baracke hineingetrieben, da saß Häftling an Tischen, hat einen Karteikist auf der Tischen stehen. Wir hatten aufgefordert, sämtlich der Kleidung versteckten Wertgegenstände auf den Haufen zu werfen, wurde auch Strafe angedroht, falls nicht befolgt. Ich hatte eine 10-Dollar-Note von meinem Schwiegervater, warf er auf den Haufen. Dann wurden wir aufgefordert, bis auf die Schuhe und den Gürtel die Kleider auf einen Haufen zu werfen. Ich weiß nicht, aber ich hätte doch ahnen müssen, wo ich bin. Ich fragte noch den aus Frankreich stammenden Häftling, der uns später registrierte, ob ich meine Kennkarte, so hieß damals der Personalausweis, behalten sollte. Ich sagte, nein, ich bekäme eine neue. Dass es dann am nächsten Morgen eine tätowierte Nummer am linken Unterarm sein sollte, konnte ich natürlich nicht ahnen. Unser Kopfhaar wurde geschoren, unser Körper abrasiert, wir wurden mit einer Flüssigkeit, die Cuprex hieß, so eingespritzt und so nackt wie wir waren. Nur die Schuhe an den Füßen und den Gürtel um den Leib wurden wir über das freie Gelände in einen saunartigen Raum getrieben. Wir freuten uns über die Wärme, warteten einige Minuten, als ein alter Häftling hereinkam, aber nicht alt an Jahren. Er hatte die Nummer 29.000 an der Kleidung und wir bekamen dann die Nummer 99.000. Wenn jemand den Wunsch hätte, jetzt nachher aus der Nähe zu sein, sehen, kann er es doch immer anschauen. Also manchmal sehen die Leute nicht so weit. Ich fragte den aus der Slowakei, Tschechisch und Slowakisch sind ähnliche Sprachen, ich fragte ihn auf Tschechisch, was passiert mit den alten Leuten, was passiert mit den Frauen mit Kindern, die aufgefordert wurden, auf die Lastwagen aufzusteigen. Da sagte er eiskalt, gehen durch den Kamin. Ich dachte, er wäre durch den Aufenthalt im Lager so verrot und er wollte uns quälen. Und zu diesem Zeitpunkt konnte ich mir noch nicht vorstellen, dass er die Wahrheit sprach. Einige Minuten später wurde eine eiserne Tür geöffnet, Häftlinge, die Stöcke in Händen hielten, trieben uns unter eiskalte Duschen. Wir versuchten, da es keine Handtücher gab, dem kalten Strahl auszuweichen, aber wir wurden darunter geprügelt. Als das Wasser abgestellt wurde, bekamen wir vollständige Zivilkleidung. Ein paar Socken, eine Unterhose, ein Hemd, ein Jackett und eine Hose. Keine Mütze, keinen Schal, keinen Pullover, keinen Mantel. War die Nacht vom 1. 2. Februar. Der Jackett hatte am Rücken einen roten Ölfarbstreifen, die Hosen an den Seiten nähten. Mein Bruder Edgar, 1,86 groß übrigens, der Einzige, der außer mir von unserer achtköpfigen Familie überlebte, bekam ein Jackett mit sehr kurzen Ärmeln. Er bat den Häftling, der die Jacketts verteilte, dieses gegen ein größeres auszutauschen. Statt des Jacketts bekam er einen Faustdieb mitten ins Gesicht. Er fiel auf den Betonboden, er war etwas benommen. Ich half ihm auf die Beine und draußen im Freien, könnte schätzungsweise gegen 4 Uhr morgens gewesen sein, hat er sich sehr schnell erholt. Nach dem Morgenappell sind wir in eine andere Baracke getrieben worden und da haben Sinti, das sind Zigeuner aus Deutschland, Sinti, die Anzahl sind jetzt eine Frau, aufgrund der in der Nacht ausgestellten Karteikarte unsere Nummern eintätowiert. 99727 Edgar, 2829 Ernst. Wir kamen in dieses bereits erwähnte Quarantänelager, da war auch ein krimineller Block, etwas der Reichsdeutsche. Und er sagte, Block 18 stillgestanden, Block war jedes Gebäude. Ich bin euer Blockältester, bei mir ist Ordnung, Sauberkeit, Disziplin. Wer nicht spurt, geht durch den Kamin. Und wir wussten sehr bald, was das ist, denn wir waren ungefähr 200 Meter von den im Bau befindlichen 4 Gaskammern und Krematorien untergebracht, die dann am 23. Juni 1943 voll einsatzfähig waren. Er hat starke Burschen ausgesucht. Du, ihr bekommt Stecken und ihr sorgt in Ordnung. Sie sorgt für Ordnung.
Das abzulehnen wäre tödlich gewesen. Das waren ja die Herren. Wir waren an den Pferdestellen, haben wir übernachtet. Als wir da waren, war die alles ganz neu. Für eine Lage 6 Personen Platz bietend. Es gab aber nur eine Decke für 2 Personen. Ich habe mit einem Freund geschlafen, meine 2 Brüder zusammen, wenn es wärmer ist. Die Schuhe haben wir unter den Kopf getan, aber nicht nur als Kissen, weil gute Schuhe gestohlen wurden. Und das heißt, spielte sich eine schreckliche Szene ab, die möchte ich aber doch erwähnen. Es war ein Dr. Beck, ein Arzt aus Ungarisch Brot, der war im Sterben. Er war noch nicht tot. Man hat ihm gute Schuhe gehabt, von den Füßen gerissen. Ich war so enttäuscht, dass ein Jude dem anderen Juden sowas antwortet. Ich war falsch erzogen. Meine Mutter war sehr religiös, der Mensch ist gut und so weiter. Ich konnte zum Beispiel Hänsel und Gretel nicht lesen. Jetzt ist die andere Generation. Was hat die Hexe gemacht? Er hat den Finger rausstecken müssen, um zu sehen, ob er schon geschlachtet werden kann. Und dann komme ich in so ein Inferno. Furchtbar. Das war das Schlimmste. Und dort, obwohl ich als, mein Vater war ja Unteroffizier und hat eine Wirtschaft gepachtet, also ich bin nicht in einem Schloss aufgewachsen, sondern im Nebenraum eines Wirtshauses, ich habe einen Tick gehabt. Ich konnte Wasser nur aus einem Glas und nicht aus einer Tasse trinken. Und dort, nach kurzer Zeit, habe ich aufgepasst, ob jemand noch die Kraft hat, die Kartoffel zu schälen, habe die Schale gebettelt, haben sie in den Mund gesteckt. Eine Angstpsychose. Dann vorerst, ich habe vorher mit Roma, das sind die tschechischen Zigeuner, an einem Sägewerk gearbeitet. Und der eine sagt mir, ihr Juden kommt nach Auschwitz. Ja, wieso weiß er das? Sag ich, vielleicht sehen wir uns dort. Und tatsächlich einen Monat später, am 3. März, kommen die Roma aus meiner Gegend, unselektiert mit Kleidern, mit Kindern. Die Straße war zwischen uns, es war kein Zaun. Ich habe gesagt, hast du etwas Brot für mich? Greif in die Manteltasche. Es war ein schwarzer Wollmantel. Es waren keine Krummen, sondern Brösel mit dem Taschendreck. Ich habe das einen Mund gestopft, also eine Angstpsychose, nichts zu überleben. Weil außer als ich in die dritte laufen wollte, wollte ich immer leben. Heute kann es natürlich nicht verstehen. Auf alle Fälle war es so, dass die Quarantäne ein Test war, ein Härtetest. Ich beschreibe es in meinem späten Tagebuch, es war ein Sieb mit großen Löchern. Obwohl wir schlechte Kleidung hatten, durften wir uns tagsüber nicht in den Pferdestellen aufhalten, sonst wir froren. Wir versuchten uns durch Bewegung, durch gegenseitiges Rückenreiben warm zu halten, aber die magere Kost, wir haben dort sehr wenig zu essen bekommen, war nicht angetan, bei Kräften zu bleiben. Und am 7. März, nach 5 Wochen, verloren wir unseren Bruder Ernst, den ich Ihnen als Installateur vorstellte, der aber einige Jahre zuvor mit Pferd und Pflug die Felder der Umgebung von Ungarisch Brotberg hat, der war ein leidenschaftlicher Landwirt. Wir tranken alle 3 von dem nicht trinkbaren Wasser. Er bekam Durchfall, Lungenentzündung und wurde am 7. März 1943, nach 5 Wochen, in den Tod geschickt. Nach 6 Wochen sind wir ins Stammlager gekommen, 3 Kilometer Fußmarsch, und schon war ich optimistisch. Gewalzte Straßen, solide Gebäude, war noch unter Franz Josefs Gärte zur Karl-Kardoner-Monarchie. Wir wurden zum Duschen geschickt, bekamen gestreifte Kleidung, einen Mantel, Mütze dazu. Nachdem ich 6 Wochen zuvor gesagt habe, Straßenbauarbeiter, habe ich es wiederholt. Kam auf Flok 17, mein Kommando ist Hutter, eine Essener Betonbaufirma. Nach dem Morgenappell, der ungefähr eine Stunde dauerte, wenn alles stimmte, hieß es Arbeitskommando formieren. Unter Begleitung von Marschmusik, von Häftlingen gespielt, marschierten wir Richtung Tor. Vor dem Tor hieß es, Mützen ab, auch rechts,
Dort stand die SS, die uns zählte. Unmittelbar, als wir das Tor verließen, kam ein krimineller Capo am 23. Mai 1940, drei Wochen bevor das Lager eröffnet wurde, wurden aus Sachsenhausen 30 reichsdeutsche kriminelle Häftlinge nach Auschwitz geschickt, um als verlängerter Arm der SS zu agieren. Totschlag war dort kein Delikt. Der Vorname war Helmut. Er fragte meine Nachbarn, warum er nicht richtig marschieren kann. Er hat es ja drei Wochen gelernt. Er war aus Polen, sprach Jiddisch. Ich kann nicht sehr gut, aber etwas verstehe ich doch. Er hat gesagt, er hat zu Hause Diät gelebt und hat Magenschwere und hat Magenkrämpfe. Du meldest dich bei mir nach der Verteilung der Geräte im Geräteschub. Ich habe ein gutes Mittel. Wir kamen auf dieses Kommando, es war Kanalisationsbau. Zivilmeister befahl mir, Erdreich in einem Schubkarren von einer Stelle zur anderen zu befördern, zwar in der Nähe des Geräteschuppens. Auf einmal höre ich Schreie. Ein Schaufelstiel war das gute Mittel. Jetzt, was ich jetzt erzähle, habe ich für meine Tochter, weil ich dachte, ich habe Krebs, ich muss sterben. Das will ich auch erläutern, dann, wie es dazu gekommen ist. Ich wurde dann befohlen, mit zwei ehemaligen tschechischen Gendarmen, Landpolizisten, politische Häftlinge, Zement vom Zementlager zur Betonmischmaschine zu transportieren. Ungefähr 250 Meter, Kipplare, Stahlumrandung und Schwalschmaschinen. Aber wegen der wässrigen Kost bekam ich ein Novoödem. Das heißt, wenn das Verhältnis zwischen Fett und Wasser zugunsten des Wassers ist, riesige Schmerzen in der Leistengegend. Meine zwei guten Engel, so nenne ich die Tschechen, erlaubt mir, dass ich mir an die Stahlumrandung hinkauere und die haben mich mit dem Zement geschoben. Aber als Capo Helmut, der Mörder des Magenkranken, vorbeiging, musste ich runter und er sah, dass ich hinkte. Sagt er, du kannst doch nicht mehr laufen, setz dich in den Geräteschuppen. Jetzt können Sie sich denken, dass er nichts anderes dachte, als an den Mann, den er wegen seiner Magenschwere erschlagen hat. Ich weiß nicht, waren es 5, waren es 10 Minuten. Auf einmal kommt Capo Helmut herein, sagt Capo Helmut, ich bewundere Sie. Diese Disziplin, dieser Respekt, die die Häftlinge vor Ihnen haben, sind eine richtige Führernatur. Sagt er wirklich, sag ich ganz bestimmt, setz dich zu dem Öferl, damit es bei Kanonenröhr laufen, damit es nicht kalt ist. Aber wegen der, weil meine Uniform ja Holz war, also gut, und Hitze und Kälte leitet, saß ich zu nah bei dem Öfchen, hab nachher eine riesige Brandblase gehabt. Als es hieß, Arbeitskommando einrücken, kamen meine zwei guten Engel, haben mich untergehakt, haben mich 1,7 Kilometer stützend ins Lager geschleppt. Jetzt können Sie sagen, hat jeder Häftling einen Tachometer gehabt. Das nicht, aber im November 96 mit dem Bayerischen Fernsehen da und der Geräteschuppe war genau gegen eine Lederfabrik, die als Ruine da stand. Wir sind die Strecke abgefahren. Dieser eine Satz hat garantiert mein Leben gerettet. Und was sich daraus entwickelt hat, wie viel Zeit haben wir noch? Genug. Ist unwahrscheinlich. Am nächsten Morgen gehe ich zum Block 28, das war Aufnahme, Krankenbau. Da ist ein Häftling aus der Slowakei. Er sieht den Judenstern, er sieht, woher ich komme. Er weiß noch nicht, wie ich heiße. Ja, wie heißt du? Sag ich, Mannheimer Max. Sagt der Mannheimer, weil der Name ist nicht so häufig. Hast du meinen Bruder gekannt, den Erich, der 42 haftete? Was nicht mehr gekannt, wir waren miteinander befreundet. Und ich kann mich erinnern, dass er erfrorene Füße hatte und eben in den Tod ging. Im Totenbuch von Auschwitz ist er mit dem 15. Februar 43 eingetragen. Wir waren also in Birkenau, er war im Stammlager. Wir sind zum Duschen geschickt worden, unsere Nummer wurde mit Tintenstift ganz groß auf die Brust aufgeschrieben. Ein Häftlingsarzt, ein Pole, schrieb die Diagnose auf eine Karte auf, als genug Nackte da war, kam ein SS-Arzt,
schaut er die Karte an, schaut den Häftling an, machte zwei Häuflein. Eins war Aufnahme, ein HKB, Häftlings Krankenbau, Dachau ist das Revier. Das andere war Tod durch Phenolspritzen. Über diese Spritzen möchte ich jetzt nicht sagen, denn es war eine furchtbare Szene. Da muss ich selber schwer beherrschen, um das zu sagen. Ich kam dann in den chirurgischen Block. Polnischer Häftlingsanästhesist, polnischer Chirurg, wache mit einem Papierverband auf. Wie auf Jakobs Leiter kletter ich in das dritte Bett, das waren drei Bettstege rauf. Als die Schmerzen, die Narkose nachließ, hatte ich riesige Schmerzen. Die Nacht war furchtbar. Das Gejammer, es waren vielleicht 200 Kranke. Und ein schrecklicher Gestank, es wurde Carbol oder Lysol auf den Boden gesprengt, zu Desinfektionszwecken. Als es hell wurde, war ich froh, dass die Nacht vorbei war. Aber ich war zu früh gefreut. Plötzlich das Kommando, Hemden ausziehen, Verband abnehmen. Wir hatten so Krankenhaushemden. An der Tür stand ein SS-Arzt neben ihm, der Schreiber des Häftlingskranks war. Und einzelne Nummern wurden aufgerufen. Wir waren ja keine Namen mehr, sondern Nummern. Jeder der Aufgerufenen musste ungefähr 12 Meter zwischen den Bettreihen nach vorne laufen, also richtig rennen. Ich habe gesehen, die gehinkt haben, sind vorne aufgehalten worden. Ich war früher ein Sportler, habe die Arme angewickelt, die Brust heraus. Ich habe vielleicht von 72 Kilo habe ich noch 60 Kilo gewogen, war noch ein gutes Gewicht. Ich durfte wieder ins Bett. Nachher wurde die Nummer nochmal verlesen. Jeder musste sagen, hier. Und einem ist es gelungen, ihn wieder ins Bett zu schleichen. Man hat ihn natürlich herausgezogen. Und als ich das erste Mal mit dem Fernsehen da war, in diesem Gebäude, war alles da. Das Akustische und das Optische. Die Leute haben Decken bekommen, unten wartete ein Lastwagen und wir wussten, wohin die Reise geht. Also wenn ich, wir haben mal bis 10 Uhr Zeit, weil wenn ich weiter erzähle, ich glaube, vielleicht sollten die Leute jetzt schon etwas fragen. Was halten Sie davon, wenn ich die Regie übernehme? Na, weil dann sagen Sie, wir hatten ja keine Gelegenheit. Übrigens, ich kann Ihnen was verraten. Sie können das Büchlein erwerben. Das Büchlein kostet. Das ist nicht das. Es ist in der Tasche. Okay. Für 9 Euro können Sie die ganzen Schrecken da miterleben, aber nicht in der Nacht. Was halten Sie von meinem Vorschlag, Barbara? Finde ich gut, aber darf ich auch zuvor noch was fragen? Eine Stunde können wir noch sprechen. Okay. Ja. Darf ich auch noch eine kurze Frage stellen? Jetzt ist so. Mein Bruder sagt, als ich entlassen wurde, sag, du bist Schuster. Dann habe ich gesagt, ich bin Schuster. Da kam ich auf seinen Block. Er hat mich da vorgestellt, seinem Kapo aus Posen. Ich sprach damals noch nicht so gut Polnisch, aber er sprach Deutsch mit polnischem Akzent, mehr umgekehrt. Deutsch mit polnischem Akzent. Du bist ein Schuster? Ja. Schlag einen Stift ein. Holzstift in eine Sohle. Unmöglich, wenn man es nicht geübt hat. Sagt er, du bist doch kein Schuster. Da hat man es begonnen zu lernen. Bück dich mit einem Schuhleisten 5 Schläge an dem Platz, wo alle sitzen. Tat sehr weh. Du wirst Stifte schneiden. Die Holzstifte. Habe ich geschnitten, abends ist gekommen, abgewogen, zu wenig und ungleichmäßig, wirklich. Jeden Tag habe ich 5 Schläge bekommen. Dadurch bekam ich eine Phlegmone. Eine Phlegmone ist eine Sepsis, das ist geschwollen und eitrig und so weiter. Bin wieder in Krankenhaus gekommen.
das ist gut gegangen. Und dann sagt mein Bruder, sagt, du bist Tapezierer. Ich habe mit dem Tapezierer gesprochen, ein Krimineller mit einem sehr guten Herzen. Da habe ich Tapezierer. Da kam ich wieder, dasselbe Kommando. Das war meine schönste Arbeit. Mit einem jungen Russen habe ich aus Decken, die die griechischen Juden mitgebracht haben, die Wolle gezupft, die dann später als Filmmaterial für die Polstermöbel der SS geworden ist. Und der Russe konnte nur Russisch. Da ich tschechische Schulen hatte, habe ich sehr schnell von ihm etwas gelernt. Ich kann noch etwas, aber ich kann nicht lesen und schreiben, nur sprechen. Aber es war für mich ein großer Gewinn, dass ich das konnte. Ich liebe Sprache, ich sammle sogar Sprachen. Außer Deutsch, Englisch und Tschechisch kann ich in keiner Sprache die Grammatik, also nur sprechen. So, jetzt habe ich mich genug gelobt. Jetzt, wo war er? Jetzt unten ein Stock tiefer war ein Tapezierer, ein Antisemit. Sagte, du schrubbst hier den Boden. Eimer, Schmierseife, Lappen auf den Knien geschrubbt. Als ich fertig war, war natürlich der Eimer voll und schmutzig. Er tritt mich in den Hintern, ich falle über den Eimer. Das nennst du sauber? Ein richtiger Antisemit. Runter zum Strafkommando, war Holzsägen. Da war ein anderer, ein Rudi Müller, Handschuhfabrikant aus Prag, der unsere Koffer gefunden hat und Familienfotos hat. Das war damals Vulkanfieber, das war so ein Ersatzmaterial für Leder und der hat im Futter nach Geld gesucht, ja, ausgerissen, hat da unsere Familienfotos gefunden. Und da hat er gesagt, willst du ein Foto? Sag ich, ja. Da habe ich ein Foto gehabt, ich habe einen zwiegenähten Gürtel gehabt, habe das in Streifen zerschnitten, bis zur Befreiung habe ich, das war schon so zerbröckelt. Aber in Feldafing, dort wo ich in einem provisorischen Krankenbau gelegen habe, hat mir jemand den Gürtel gestohlen. Ich habe das Foto, ist ja auch in Wind abgegeben. Ich will nur sagen, welche Zufälle es gab. Er wurde auch zu dem Holzsägekommando zugeteilt. Es war schrecklich heiß, wir haben uns ein bisschen ausgeruht. Auf einmal von oben, der Oberkapo, war Häftling Nummer 7 von den 30 Kriminellen, kennt man noch 27 Namen. Ihr Drecksäcke, ihr bleibt stehen, bis ich runterkomme. Der hat es genommen, in die Gerberei geführt. Da war ein Basen, in dem die Häute, nachdem sie mit Säure behandelt worden sind, gewässert wurden. Und der Wasserstand war ungefähr 50 Zentimeter vom Beckenrand. Er hat uns reingeworfen, ist auf unsere Köpfe getreten, wollte uns zertränken. Beim dritten Mal hat er gesagt, ihr seid Kerle, ihr dürft am Leben bleiben. Ich habe dann eine schwere Bronchitis bekommen, durfte am Block bleiben und dann kam glücklicherweise folgende, diese Szene möchte ich schon schildern. Eines Tages hieß es, alle nicht-polnischen Häftlinge bleiben nach Appell stehen. Das war ein Lichtblick. Aber ich habe drei Tage zuvor einen Abszess ambulant aufgeschnitten bekommen. Und der Obersturmführer, es war derselbe von der Rampe in der Nacht vom 1. 2. Februar, hat dem Häftlingsschreiber, Vorname Heinz, war ein Berliner, Zeichen gegeben, die wir nicht verstanden hatten. Als er durch war, kam der Heinz und sagt, Edgar wurde auf Transport genommen und du wurdest abgelehnt. Was soll ich machen? Sprich mit dem Obersturmführer. Jetzt habe ich mich in Positur gestellt, Mütze an der Hosennaht, Herr Obersturmführer, Häftling 99728, bittet um eine Unterredung. Ja, was wollen Sie? Sie hat mich optimistisch gemacht. Mein Bruder wurde in den Transport eingereiht und ich, obwohl ich vollkommen gesund und arbeitsfähig war, wurde abgelehnt. Ich bitte, Herr Obersturmführer, an Transport gehen zu dürfen. Sagt er, Sie haben doch eine Wunde an der Brust.
Ich war inzwischen angezogen. Sonst war immer die Untersuchung. Zeigen Sie, Jacke aufgemacht, Hemd aufgemacht, Pflaster, Schreiber, Transport. Dieser Mann, der uns in der Nacht vom 1. und 2. Februar 43 auf der Rampe links oder rechts, ich habe natürlich die Psychologie der SS gleich, wenn ich gekommen wäre, hätte gejammert, wäre ich wahrscheinlich am Leben. Dr. Friedrich Entres ist sein Name. Dem habe ich eigentlich mein Überleben zu verdanken, denn allein in Auschwitz hätte ich nicht überlebt. Wir sind dann nach Warschau geschickt worden. Wir haben gestreifte Kleidung wieder mit den, also die Zivilkleidung mit den Streifen bekommen. Wir fuhren nördlich und da haben Juden, die aus Frankreich kamen, aber aus Warschau stammten, sagten, wir sind in der Nähe von Warschau. Wir kamen tatsächlich am 8. Oktober 1943 im zerstörten Warschauer Ghetto an. Wir waren über 2000 Häftlinge. Das war zeitlich der Frieden, das Geklapper der Holzmantinen, die kein Gummi hatten, als Echo von der, das waren die, wie heißt es, Cobblestones, also die großen Steine. Das Echo war gewaltig, das höre ich noch heute. Wir kamen dann in das Lager, da war ein Häftling namens Wawrzyniak, ein polnischer Name, er stammte aus Leipzig. Ich bin euer Lagerältester, weil mir ist Ordnung, Sauberkeit und so weiter, wenn ihr was findet, müsst ihr es abgeben, sonst werdet ihr erschossen, weil wir haben im Ghetto verschiedene Teller und solche Sachen gefunden. Auf alle Fälle war es so, dass ich erst einmal beim Ziegelabbruchkommando gewesen bin. War sehr gefährlich. Eine Mauer längs, ein Ziegel längs, einer quer, ist 45 Zentimeter groß. Wir waren ohne eine Sicherung da. Wenn jetzt ein Ziegel früher nachgelassen hat als früher, war man unten. War man unten, hat das gebrochen, wurde man abgespritzt. Das wusste man. Hat aber Glück gehabt, der Lagerführer Franz Mielens, man nannte ihn Kappesbauer, das heißt angeblich auf Kölsch Kraut oder Kohl. Wer ist Wäsche? Wo gewaschen? Theresienstadt. Ich war noch 24 Stunden da. Ich habe dann erst einmal im Lager 4 Wochen verlauste, mit anderen Häftlingen verlauste Wäsche gewaschen. Dann wurde ein Kommando Wäscherei Nachtschicht zusammengestellt. Jeden Abend um 6:30 marschierten wir in Begleitung von 2 Volksdeutschen aus Kroatien aus, die dann, und wir waren dann in der Wäscherei Winter, das früher ein jüdischer Betrieb war, und haben da in der Wäscherei gearbeitet. Das war eine sehr angenehme Arbeit, weil wir waren im Warmen und das Tor war geschlossen. Der eine war sehr religiös, Herr Weber, den kann ich nennen, den anderen nenne ich nicht. Hat gesagt, ihr Juden wisst doch so viel. Wie war das mit Jesus? Sag ich, er hat nur Gutes gepredigt, sagt er. Ich bin ja auch gut zu euch. Ja, sage ich, Herr Weber, das sind Sie. Er war auch dazu, er hat noch gesessen mit dem Gewehr quer, nichts gemacht. Der andere hat eine andere Unterhaltung gehabt. Diesen anderen habe ich am Marienplatz gesehen, 1947. Er will in die Straßenbahn rein und ich bin mittendrin, ich kann nicht raus. Da waren die Intervalle 20 Minuten. Ich bin vom Stachus zurückgelaufen, habe dem Schutzmann, damals war es der Schutzmann, gesagt, sage ich, das ist ein ehemaliger SS-Mann, ich bin ein ehemaliger Häftling. Verhaften Sie ihn. Ja, mach mal. Er war beim Schutz, beim Schiff, Fischbrunnen war noch die Polizei damals. Wurden zur Ledererstraße, also das Revier gebracht. Was zeigt sich? Dieser Mann
der aus Graz ist, ich glaube, der hat einen Displaced Person-Ausweis, so wie Zwangsarbeiter oder Überlebende. Er hat aus seinem SCH ein S mit Häkchen gemacht, hat Ovich drangehängt an die Endung, so dass es, er sprach ja perfekt Kroatisch. Er wurde da behalten. Nächsten Tag war ich beim Schnellrichter in Edstraße, Amerikaner. Haben Sie gesehen, wie jemand getötet hat? Nein. Haben Sie gesehen, wie jemand misshandelt hat? Nein. Frei. Er sagt, Max, ich danke dir, dass du die Wahrheit sagst. Meine Frau erwartet ein Kind. Maschinen kann kaputt? Nee, geht noch. Sagt, meine Frau erwartet ein Kind. Sag, ist schon gut. Weil der hat mich ja geduzt. Ich habe ihn mit dem Familiennamen angesprochen. Aber irgendwann kann ein Urenkel etwa in der Schule sitzen. Die Nachgeborenen sind nicht schuldig für das, was die ihre Großeltern oder Urgroßeltern angestellt haben. Auf alle Fälle war es so, dass nach erstens einmal, das war ein Wasserstoff-Superoxid, blondes, hübsches Mädchen, das sehr gut zu uns war. Und ich habe den Verdacht gehabt, sie ist eine Jüdin, die auf arische Papiere lebt. Aber ich konnte nicht fragen, Fräulein Sescha, das kommt von Czeslawa, sind Sie eine Jüdin? Ich habe gefragt, wo sind Ihre Eltern? Ja. Da sind ja die Tränen gekommen. Da wusste ich, dass er eine Jüdin ist. Ich habe für Suppe ein Tagebuch gekauft, das im Ghetto gefunden wurde, handschriftlich. Das war wahrscheinlich ein junges Mädchen. Das waren 10 oder 12 Blätter. Ich habe jeden Tag 2 Blätter gebracht. Sie soll es verstecken in einem Museum, falls wir nicht überleben. Nach 3 Monaten wurde unser Kommando ausgetauscht, weil Wäsche gefehlt hat. Es kamen dann Juden aus Griechenland. Das waren Juden, die unter Isabella von Kastilien 1492 nicht katholisch werden wollten, sind dann eben als Juden, mussten das Land verlassen. Die haben auch in Auschwitz nicht Griechisch gesprochen, sondern dieses Latino, Chegaros, Patatos und so weiter. Und auch geschimpft auf diese mittelalterliche Sprache. Sehr hässliche Wörter, aber das war man dort gewöhnt, auch in anderen Sprachen. Ich habe dann, als in Polen politische Änderungen sind, habe ich ein Inserat aufgegeben, in der Warschauer Zeitung eine Reaktion. Etwas später bekomme ich einen Anruf aus Antwerpen. Hier ist Isi Majacik. Max, kennst du mich noch? Sag ich, leider nein. Ich habe doch in der Kleiderkammer gearbeitet. Sag ich, du meinst doch meinen Bruder Edi, der in der Schuhmacherei war, die waren nebeneinander. Nein, du hast doch in der Wäscherei gearbeitet. Ich werde sagen, was mit Zescher war. Zescher hat in ihrer Wohnung im Herzen von Warschau eine Wohnung gemietet und hat dort 1,5 Jahre 6 Juden versteckt. Sie durften noch nicht ans Fenster, weil es war im 5. Stock, weil darüber auch Leute wohnten. Die mussten eigentlich nur 2-mal, was die Österreicher Speiskammer nennen, haben es mit Ziegeln bis so dann ein bündiges Brett mit Tapeten überklebt. Sie mussten eigentlich nur 2-mal dahin. Der Nachbarin hat sie gesagt, sie hat Tuberkulose, sie darf keinen Kontakt haben, ist jeden Abend mit den Frauen des Hauses zur Mutter Gottes gegangen, die hinter Plexiglas war auch nach dem Krieg noch da, um zu beten, damit das Haus nicht getroffen wird. Also ganz hat es nicht geholfen, der Dachstuhl wurde getroffen. Aber Sie sehen, welchen Einfluss die Religiosität hat. Und sie hat ja absolut, also polnisch gesprochen, wenn sie jüdisch gesprochen hätte, wäre sie verloren, sofort gemerkt. Ja, sage ich also, ich bin am 26. Juli 1944
mit Schmutzwäsche hingekommen, um noch frische Wäsche zu holen. Dann sagt er, Zescher, du musst mich heute mitnehmen. Sagt er, heute geht's nicht, erst morgen. Und am nächsten Tag sind sie evakuiert worden. Wir sind über ungefähr 120 Kilometer in Holzpantinen westlich getrieben worden. Viele haben Ergebnis nicht geschafft. Die wurden auf Lastwagen aufgeladen. Es war verbrannte Erde. Der Wagen kam dann leer nachgefahren. Und wir kamen dann am 6. August 1944 in Dachau an. Über 3.900 verlauste Häftlinge. Wir durften uns auf dem Appellplatz niederlassen, wurden zu 100 oder 150 Duschen geschickt, bekamen Häftlingskleidung, eine Mütze dazu. Mein Eindruck war, hier kann man überleben. Aber wir waren aber nur 3 Wochen. Nach 3 Wochen sind wir nach Karlsfeld, Hotel Karlsfeld, nur 5 Kilometer von Dachau, geschickt worden. Da war auch der heutige emeritierte Papst an der Fliegerabwehrkanone, als Josef Ratzinger. Aber als ich hinkam, war er schon in Gilching und im Flugplatz Pfaffenhofen zu bewerten. Da war ich, erst einmal habe ich bei der BMW gearbeitet, Firma war Sager und Wörner, schwere Arbeit, Armierungseisen tragen. Zwar war das Bündel, zu dritt musste man es tragen, ohne irgendein Kissen, Zement ausladen. Und da war ein SS-Mann, Kommandoführer Jentsch, der den Schäferhund auf die Häftlinge gehetzt hat. Und wenn er sich verbissen hat, hat er gerufen, aus. Zum Glück hat er mich nie gebissen, aber später in meinen Träumen ist er erschienen. Aber dieser Jentsch, es war furchtbar, war später in Mauthausen, hat im Winter sowjetische Kriegsgefangene nackt antreten lassen, mit Wasser bespritzt, sodass sie erfroren sind. Also mit solchen Leuten habe ich es zugehabt. Wenn ein Angriff war, Luftangriff, mussten wir in ein Wäldchen. Wenn jemand das Wäldchen verlässt, auf euch sind Maschinengewehre gerichtet, hat nicht gestimmt. Aber wir wären sowieso nicht weggelaufen. Es war in alle Fälle ein großes Glück, dass man ihn überlebt hat. Ich habe dann noch andere Kommandos, habe ich Tote transportiert nach Dachau. Und dann am 22. Februar kam ich nach Mettenheim, in der Nähe von Mühldorf, wo Barbara zu Hause ist, in Bad Kreiburg, eine sehr schöne Stadt. Da habe ich mich beklagt. Meine Stadt Neutitschein war eine Großstadt verglichen mit den anderen Orten. Das Neutitscheiner Weg genannt. Das habe ich dem Bürgermeister damals gesagt, natürlich nur Spaß halber. Auf alle Fälle habe ich da sollte eine unterirdische Flugzeugfabrik 3 Stock unter, 3 Stock über, mit Erdwall überschüttet, bepflanzt. Und in dieser Zeit, vom 14. August 1944 bis zur Evakuierung am 26. April 1945, sind 3.000 Tote da gewesen. Ich habe in Dachau angerufen im Archiv, habe gesagt, sein Freund, Herr Albert Knoll, schau mal, wann in Dachau 3.000 Tote waren. Dachau wurde am 22. März 1933 geöffnet. Im Januar 1941 gab es 3.000 Tote. Und dort in einem Dreivierteljahr. Ich bin am Fleckfieber erkrankt, musste in der Fleckfieberbaracke laut Auskunft meines Bruders, war ich 19 Tage in hohem Fieber, fiel auch einmal vom 3. Stock. Und damals hieß es, die Baracke wird geleert und nach Kaufering geschickt. Diesen Block nannte man nach dem Krieg Todesblock. Die Leute wurden überhaupt nicht beachtet und so weiter. Mein Bruder Edgar ist zu dem Lagerführer gegangen, Sebastian Eberl, der kein guter Mensch war. 1933 als arbeitsloser Konditor war er zur Wache eingetreten, dann war er stellvertretender Kommandant in Allach. Sein
Chef Gottfried Weiß wurde hingerichtet und er kam eben im Sommer da und dort hat er gesehen, wie die Entwicklung ist. Er hat gesagt, Herr Kommandant, er wollte ihn nur befördern, es war jemand anderer, er war ja nur Lagerführer. Ich habe die ganze Familie verloren, schicken Sie meinen Bruder nicht weg. Und er hat mich nicht weggeschickt. Hätte er mich weggeschickt, wäre ich nicht am Leben gewesen, geblieben. Denn ich war ja so schwach, so, dieser Mann hat sich auch Bescheinigungen geben lassen, dass er sich gut behandelt hat. Ich war dann nachher beim amerikanischen Militärgericht in Dachau, habe ausgesagt, wahrheitsgemäß. Und er ist dann nach der Untersuchungshaft ist er freigekommen und ist friedlich in seinem Bett in einem Dorf in der Nähe von Dachau gestorben. Also mir hat dieser SS-Mann das Leben gerettet. Und Sie werden überrascht sein zu hören, dass mich nie ein SS-Mann geschlagen hat. Es waren immer nur die Funktionshäftlinge. Kein SS-Mann hat mich angerührt. Es war erstaunlich. So, jetzt Fragen schon oder noch nicht? Ich hätte gleich eine Frage hier. Jetzt haben wir ja den Titel Das Böse im Menschen. Jetzt haben Sie gerade erzählt von den Grausamkeiten auch, beispielsweise von dem Schäferhund, von den Häftlingen, die mit Wasser bespritzt wurden. Kann man nicht sagen, dass diese Taten, die während dem Nationalsozialismus begangen worden sind, eigentlich wie vielleicht keine andere Zeit dieses Böse im Menschen zeigen? Ich habe ja keine Vergleichsmöglichkeit. Als Napoleon lebte, weiß ich nie, was da geschehen ist. Aber es war etwas Unwahrscheinliches, dass Angehörige, das habe ich ja schon gesagt, dieses Volkes imstande waren, die Leute so zu motivieren, diesen Hass zu entwickeln, diese Unmenschlichkeit. Ich war ja so, eine Frage ist ja, wieso bin ich in Deutschland geblieben? Ich bin nicht geblieben. Ich bin einen Kilometer vor Tutzing befreit worden. Ich meine, das Gewicht ist falsch, was Sie da haben. 48 Kilo, keine 35. 48 Kilo, aber das kann man ja nicht korrigieren. Ist ja überall so publiziert. Ich bin dann erst einmal habe ich 2 Tage noch in dem Zug übernachtet, dann kamen wir in das Feldhafing, ehemalige SS-Schule. Ich war in einem provisorischen Krankensaal. Sie können sich vorstellen, nach 27 Monaten, das war ein Feldbett, aber mit einer sauberen Decke, mit einem Kissen, betreut von dem ehemaligen Wehrmachtsarzt Dr. Rossipal, der aus meiner Heimatstadt stammte. Ich kannte ihn nicht, kannte nur den Namen. Als ich mich erholt habe, nach 4 Wochen, habe ich mir geschworen, Deutschland zu verlassen und nie mehr deutschen Boden zu betreten. Ich wollte nicht in einem Land leben, in dem Menschen, andere Menschen wegen ihrer Religion in Gaskammern ermorden. Ich nahm noch für Dr. Rossipals Mutter und Schwester einen Brief mit, besuchte einen tschechischen Fußballfreund, der nach einem Südtiroler, der ein jüdisches Haus übernahm und Obst-Gemüsehandelbetrieb als Treuhänder eingesetzt wurde. Da war ein hübsches Fräulein, ich frage sie auf Tschechisch, Fräulein, haben Sie Bananen? Aber es war eine Deutsche, die perfekt Tschechisch sprach. Da habe ich erfahren, dass sie schon vor dem 10. Oktober 1938, vor Besetzung des Sudetenlands, einen jüdischen Professor, bei uns nannte man, habe ich schon, glaube ich, gesagt, die gymnasiale Professorin, Richard Beermann, vor dem Angriff, er lehrte Französisch und Deutsch, Angriff der Nazischüler verteidigte. Sie ist dann als 16-Jährige 1938, weil sie im sozialdemokratischen Arbeiter-, Turn- und Sportverein eine Funktion hatte, aus der Schule hinausgeworfen worden. Ihre Mutter war auch Leiterin des Konsums. Sie ist dann als Arbeitsmaid nach Königsberg geschickt worden, hat sie Feldpost sortiert. Im Jahr 1944 wurde diesen Südtiroler namens Richter als Bürokraft zugeteilt. Sie lernte privat Englisch und hat britischen Kriegsgefangenen, die einmal in der Woche in Begleitung eines Wehrmachtssoldaten zum Gemüsefassen gekommen sind, heimlich diese Nachrichten zugesteckt. Denn als westliche Gefangene wurden sie mit Lebensmitteln und Rotkreuzpaketen versorgt. Aber es ist quälend, hinter Stacheldraht zu sein, nicht zu wissen, was draußen passiert. Sie ist auch 1955, gab es Johannes Bekerner,
Mr. Winfried Pickles mit einem ehemaligen Gefangenen, George Chamberlain, Chestnut Road 16, Enfield, Middlesex. Ich war auch dort, ich habe ihn auch kennengelernt. Ein Interview gehabt, der sprach ein perfektes akzentfreies Englisch. Das war aber später. Ich habe sie kennengelernt, was für Heldin sie ist. Sie gefiel mir. Ich verliebte mich in sie. So was kann mal passieren. Und sie versicherte mir, dass Deutschland nach dem, was passiert ist, ausgezeichnete Chancen hat, eine Demokratie zu werden. Und wenn man verliebt ist, glaubt er ihr. Da war ich am 7. November. Wenn jemand anderer Meinung ist, geben Sie meine Adresse weiter. Glaubt man ja vieles. Und dabei am 7. November 1946 in dem Land, dessen Boden ich nie mehr betreten wollte. Ich arbeitete in jüdischen Organisationen bei einer Zeitung. Sie war dann Stadträtin von 52 bis 60 oder Thomas Wimmer. Später kam Hans-Jochen Vogel, ist aber mit 42 Jahren an Krebs gestorben. Das war diese Sache. Und jetzt machen wir einen Sprung nach Amerika mit dem Hakenkreuz, wenn Sie einverstanden sind. Gerne. Ich habe 1,5 Jahre später habe ich die Witwe eines Schriftstellers geheiratet, der auch an Krebs gestorben ist, eine Amerikanerin. Und wir waren einige Mal auf der Insel, der Kati Hank, das ist ein indianisches Wort, der sie mit ihrer Cousine die Ferien verbracht hat, Haus der Tante. Und ich entdeckte da in einer Mauersäule ein tief eingraviertes Hakenkreuz. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Alte Demokratie. Meine Frau ist Amerikanerin. Mit Amerikanern befreundet. Sehe das Hakenkreuz. Ich bin zur Tante gegangen und habe gefragt, ob sie einen Meißel und Hammer hat. Hatte nur einen Schraubenzieherhammer. Die ganze Nacht habe ich nicht geschlafen. In der Früh bin ich hin, versucht es rauszumeißeln. Es war Betonmörtel. Da ist es nicht gegangen. Ich habe ja im Steinbruch gearbeitet, wenn ich das richtige Werkzeug gehabt hätte. Die Reaktion weiß ich. Ich bin zusammengebrochen. Der Cousin meiner Frau hat einen Arzt gerufen. Er hat gesagt, I'm a Jewish doctor, may I give you an injection. Warum hat er das betont? Weil in Lagern Injektionen getötet wurde. Landet dann im Leonard Morris Mental Hospital, eine psychiatrische Anstalt, Natick's House of Boston. 2 Tage schläfrig gemacht, am 3. Tag habe ich in Anwesenheit einer Krankenschwester Tabletten geschluckt. Ich sah, dass die anderen Patienten zu einem Wäscheschrank gingen, da waren Badetücher. Dann nahm ich auch eins, ging in die Einzeldusche und war wohl nie in dieser Situation gewesen bin. Aber das Unterbewusstsein hat mir einen Streich gespielt. Habe ich ganz vorsichtig den Wasserhahn aufgemacht, um zu sehen, ob tatsächlich Wasser rauskommt, weil eben die Gaskammer mit Duschköpfen getarnt waren. 2 Tage wiederholt, am 3. Tag nahm ich einer Gruppentherapie teil, da wusste ich schon, da kommt Wasser. Nach 12 Tagen hat der Dr. Schwarz, Glaubensgenosse aus Rumänien, Mr. Mannheimer, now you are okay, I have you a letter of recommendation, a very good friend, excellent psychiatrist in Amsterdam. Herr Mannheimer, Sie sind wieder in Ordnung, ich bin ein Empfehlungsschreiben, einen sehr guten Freund, einen ausgezeichneten Psychiater in Amsterdam, habe ich gesagt. Dr. Schwarz, mein Name ist nicht Rothschild. Rothschild ist Rothschild. Shakespeare ist in Amerika auch Shakespeare. Aber der Rothschild heißt das Rothschild. I will go in Munich. Eine Woche, meine Frau ist in Boston geboren, Concord, Massachusetts aufgewachsen. Eine Woche blieben wir auch dort. Dann kam ich Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Professor Wilhelm Feuerlein fragte mich nach den Grund, sage ich, die politische Situation. Ich bin sowieso nicht geglaubt. Aber ich habe ja sogar dann später dann vor angehenden Psychiatern meine ganze Fantasie als Anschauungsunterricht gezeigt. Nach 3 Tagen wurde entlassen und sagte, das ist kein Problem. Kein Problem, wenn es kommt, kommen Sie noch. Ich habe den aus Dankbarkeit, ich habe ja als Therapie zu malen begonnen, habe ich denen ein Bild geschenkt, also Explosion, orange und rot, auseinanderwärst. Ich war dann noch in 3 Jahre in Psychotherapie und als ich begonnen habe vorzutragen, nur mit Tablette, zum Beispiel die Passage, als mein Bruder Ernst weggeholt wurde, konnte ich selber nicht lesen. Da habe ich den Pädagogen gebeten zu lesen, ich habe hinter der Tür gewartet
Wie ich sagte, mein Auditorium war damals Sigmund Freud, der übrigens 5 Kilometer von meiner Heimatstadt geboren wurde, Freiberg im Meeren, als 4-Jähriger mit seinen Eltern nach Wien gezogen ist, wo in der Berghasse Nummer 19 seine Couch aufgestellt hat. Und ich war der Patient, nun lag ich nicht auf der Couch, sondern erzählte. Das zählen die Tabletten. Wie gesagt, ich muss das emotionslos bringen, sonst trauen sich die Leute nicht zu fragen. Und ich glaube, jetzt fast 30 Jahre unterwegs habe ich es geschafft. Und ich bin froh, dass ich etwas vermitteln kann ohne Hass, ohne Vorurteile. In meinem Büchlein steht auf der Rückseite, ihr seid nicht verantwortlich. Haben Sie das Büchlein rausgenommen? Nein. Ich muss mir ja zeigen, wie das ausschaut. Das Büchlein endet, wir sind frei. Und diese 3 Leben, das kommt im August auch als Taschenbuch raus, auch für 9 Mark, endet, er hat auch eine Nachkriegszeit. Also, das sind meine 2 Werke. Ich habe viele Beiträge für Zeitschriften und so, weil die kommen immer, weil ich bekannt bin, denken Sie, Ihre Bücher werden besser verkauft. Das kann man... Muss nicht stimmen, aber so ist es halt. Ja, Moment, jetzt habe ich das. Jetzt, wie schaut es weiter aus? Also, wir sind jetzt fast 1,5 Stunden schon am Reden. Wir können etwas verlängern. Wir können verlängern. Kein Problem. Ich bin ja kein Maurer. Aber ich meine nicht Freimaurer, sondern die Maurer, die Mauern. Fragen? Ich würde sagen, dass wir jetzt die Gelegenheit nutzen, auch Fragen aus dem Publikum entgegenzunehmen. Johannes? Hallo, Test. Ja. Also meine Frage wäre die folgende. Also Frau Wittmann hat es ja gerade schon ein bisschen angesprochen, dass es irgendwie darum geht, dass da das Böse im Menschen am Spiel war. Und meine Frage wäre jetzt an Sie, wie lässt sich das Böse kontrollieren? Also wie kann man das verhindern, dass sowas wieder passiert? Haben Sie es verstanden? Kein Wort. Also die Frage war, wie sich so etwas verhindern lässt, dass so etwas Böses wieder passiert. Ja, diese Frage wurde mir aus Berlin jetzt gestellt. Man muss die Leute zur Humanität, zur Freiheit, das sind so viele Argumente, das Leben lebenswert zu machen, auch wenn es laufend gemordet wird und so weiter. Wenn mich jemand fragt, haben die Leute aus Auschwitz was gelernt? Dann sage ich, wenig. Elie Wiesel hat einen guten Spruch. Ja, der hat gesagt, I left Auschwitz, but Auschwitz never left me. Die Leute, die das mitgemacht haben, die tragen das ganze Leben in sich. Auch wenn ich mit dem Thema gut umgehen kann, aber es ist trotzdem immer noch da, immer präsent. Naja, dadurch, dass ich auch so lange drüber spreche, ist es jetzt nicht besser. Aber was mir wichtig erscheint, ist, dass ich die jungen Leute motiviere, die Humanität nicht aus den Augen zu lassen. Auch wenn es gibt so viele gute Menschen, die Juden geholfen haben. Ich will mir einen Fall erzählen. Berlin wurden 1500 Juden versteckt. Wäre ich kein Jude, wüsste ich nicht, ob ich den Mut hätte, wissend, in welche Gefahr ich mich begebe, einen Juden zu verstecken. Als war in Widerstadt war Berthold Weitz, Leiter der Ölfabrik in Boleslaw, Ostpolen. Man hat von ihm verlangt, dass er die jüdischen Arbeiter freigibt und ukrainische Zwangsarbeiter, also der Einschätzung. Er hat gesagt, er hat nicht einen kriegswichtigen, sondern einen kriegsentscheidenden Betrieb. So hat er die Juden soweit gerettet. Zum Schluss war es so, bevor die Sowjets kamen,
sind viele zu den Partisanen übergelaufen und einige wahrscheinlich haben es trotzdem nicht überlebt. Aber es gab immer Leute, die Menschen geholfen haben. Wenn sie nach Yad Vashem kommen, in Jerusalem, dann haben sie die Johannisbeersträucher, die ist kein Platz mehr, aber eine Riesenwand, wo die Namen der Retter sind. Und das ist etwas, was man immer wieder erwähnen muss, dass es immer Humanität gegeben hat, trotz dieser ganzen. Ein kleines Beispiel. Mein Bruder Edgar hat beim Karlsfeld Gleisbau gearbeitet. Da war eine Frau, die in jeden zweiten Tag hinter einem Baum Brot hingelegt hat. Immer waren Leute da, die menschlich waren. Und das hat uns Hoffnung gemacht. Noch einen Fall möchte ich erzählen. Und ich glaube, das wird dann gut ab. Ich muss noch nach Spanien gehen. Das müssen Sie mir sagen. Nach Barcelona. Ich muss mal lispeln. Wo war ich jetzt? Und ich wollte was sagen. Sie wollten noch einen guten Fall erzählen. Einen guten Fall. Stellen Sie sich vor, so ist es. Was war der gute Fall? Ah ja, das weiß ich. In Warschau war ein SS-Mann, ein Blockführer, der schrecklich gebrüllt hat. Einen Sonntag schaut er in meine Richtung. Kommen Sie her! Häftling 2882 meldet sich zur Stelle. Da gehörten wir zu Lublin, deshalb eine andere Nummer. Sagen Sie den Kameraden, dass ich nicht freiwillig zur SS gegangen bin, dass ich mit jüdischen Kindern aufwuchs, dass ich noch nie einen Häftling geschlagen habe und das auch nicht tun werde, aber ich musste so brüllen, damit man mich nicht für diesen Posten und nicht an die Frauen schickt. Was glauben Sie, wie meine Seele gehüpft ist, von einem Mann in SS-Uniform solche Sachen zu hören? In einer Schule im Landkreis München hat mich eine Schülerin gefragt, waren auch SS-Leute, die menschlich waren. Da habe ich diesen Fall erzählt und habe auch noch den Familiennamen gesagt. Der Familienname ist noch 15 Mal im Telefonbuch von Berlin verzeichnet. Also kein so häufiger Name. Jetzt bin ich zu Ende. Kommt die Geschichtslehrerin mit dem Mädchen gleichen Namens und sage ich, was war dein Opa? Sagt der Aufseher. Also er hat nicht gesagt, dass er bei der SS war. Er lebt er noch? Nein, er ist 2005 in Würzburg gestorben. Ich war 2007 in der Schule. Wäre er noch am Leben, würde ich am nächsten oder übernächsten Tag hinfahren und würde ihm für seine Haltung danken, denn das war für uns eine große Ermutigung, dass nicht in der Uniform ein Unmensch ist. Solchen Sachen haben wir uns natürlich orientiert. So, jetzt gehen wir nach Spanien. 1492, also Isabella von Kastilien, ich wurde nach Barcelona eingeladen. Muss man lispeln, wenn jemand lispelt, braucht er sich nicht. Keine Sorgen zu machen. Goethe-Institut, zwei Schulen. Meine Vorfahren kamen aus Spanien, aber Spanisch kann ich nicht. Ein Interview mit einer Simultandolmetscherin. Dann hat die jüdische Gemeinde erfahren, dass ich da bin, habe ich da gesprochen. Jetzt, wenn Isabella von Kastilien meine Vorfahren überzeugt hätte, katholisch zu werden, wäre ich vielleicht ein berühmter Torero geworden. Die Frauen hätten mir zugejubelt. Andererseits hätte ich auch von einem Stier auf die Hörner genommen werden können. Ohne Narkose, das tut weh. So bin ich froh, dass meine Vorfahren jüdisch geblieben sind. Sonst könnte ich nicht hier am 2. Juni 2015 vor so netten Leuten die Geschichte erzählt, auch mit Anekdoten gespickt, damit sie nicht zu traurig nach Hause gehen. Und sie sehen, man kann auch mit diesem Problem fertig werden, man muss es nur versuchen zu machen. Wenn Sie zum Psychotherapeuten gehen, der sagt ja auch, na gut, ich sage, gnädige Frau, Sie sehen heute wunderbar aus. Und Sie müssen sagen, jetzt heute konnte ich etwas machen. Ich konnte mit einem jungen Menschen sprechen und konnte ihm über diese Zeit etwas sagen, um vielleicht ein
eine Korrektur durchzuführen, die vielleicht von den Eltern zu Hause nicht durchgeführt werden kann. Das ist mein Wunsch und ich danke für die guten Fragen. Tut mir leid, dass die Zeit so schnell vergeht, aber so ist es halt. Wer ist der Jüngste hier im Saal? Wie alt? Sie hören zu. 14. 14? Ist 13. jemand jünger als 14? 13. 13. Weiter? Noch jünger? Der rückwärts hat es jemand? Ich glaube, 13 ist das Höchstbietende. Also du bekommst mein Büchlein. Komm her, wie heißt du? Im Vornamen? Lilly. Wie heißt du? Lilly. Wie heißt du? Lilly. Elise? Lilly. Lilly? Lilly. Wie viele L? Drei L oder zwei L? Also. Insgesamt sind es drei. L-I-Doppel-L-Y. Ah, Lilly, gut. Na, ach so, okay. Ist schon an. Also, sehr schön. Das ist Hebräisch, magst du nehmen. So, Lilly, was willst du mal werden? Ich weiß es noch nicht. Weiß noch nicht. Darf ich dir das überreichen? Dankeschön. Gern geschehen. Ja, dann möchten wir uns nochmal ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken, dass Sie heute hier waren. Und wir möchten uns natürlich auch nochmal speziell bei unserem Gast bedanken. Herr Mannheimer hat zu mir am Telefon gesagt, als ich mit ihm diesen Termin vereinbart habe, es ist kein Spaß mehr, mit 95 herumzureisen. Und in dem Sinne war es uns einfach jetzt eine besondere Ehre, Sie hier bei uns in Regensburg begrüßen zu dürfen. Ich habe Sie nicht so gehört. Ich sage es Ihnen nochmal später dann. Noch ganz kurz, bevor Sie jetzt alle in die Sonne verschwinden, wollen wir Sie noch hinweisen auf unsere dritte Veranstaltung in diesem Semester aus der Reihe Was ist wirklich? Wir haben am Montag, den 6. Juli, das Thema von Geselligkeit zum Völkermord. Hier wird es um den Bosnien-Konflikt gehen. Und wir haben hier seit kurzem einen Professor, Herrn Gerhard Duissings an der Universität, der hierzu ein Experte ist und der mit uns an diesem Tag zu diesem Thema sprechen wird. Und als nächstes
gibt es noch eine letzte Veranstaltung, einen letzten Veranstaltungshinweis von der KHG Regensburg. Und zwar schon am nächsten Montag, am 8. Juni, geht es hier um den Ukraine-Konflikt, also auch ein ganz spannendes, aktuelles Thema, zu dem wir Sie alle ganz herzlich einladen. Damit bedanken wir uns für Ihr Kommen. Wie gesagt, auch nochmal von Seiten der anderen Organisatoren, Johannes Kleiner und Sven Seewerk, und freuen uns, wenn Sie dann nochmal zu uns kommen am 6. Juli. Dankeschön und kommt alle gut nach Hause.